Meine Motivation, hier eine Ludothek zu führen und wieder frisch zu eröffnen, ist, dass man ganz sehr wichtig findet, dass die Kinder spielen können. Und spielen, analog spielen und nicht das Digitale, was sie zuhause schon haben. Die Ludothek ist hier im Juni 2018 wieder eröffnet worden als Teil der sozialraumorientierten Schule Litaudorf. Wir sind ein Team von 10 Frauen, die die Ludothek voll und ganz ehrenamtlich leiten. Der Ausleihbetrieb und regelmässig bieten wir Spiellektionen an für Kindergärten und Schulklassen. Freudig sind für uns Momente, wenn wir spüren, dass unsere Arbeit sich lohnt, gesehen wird und geschätzt wird. Das können ganz unterschiedliche Momente sein, zum Beispiel wenn ein Kind nach einer Spiellektion mit der Familie hier bei uns in der Ludothek auftaucht. Oder aber wie jetzt, wo wir überraschend nominiert werden zum Anerkennungspreis Quartierleben. Dafür möchten wir uns bedanken.